Und willkommen zurück, meine lieben Kameraden, zu einer neuesten Runde von War Thunder. Okay. Diese einzelne Insel Mitte, in der Mitte des Ozeans verfügt über einen Flugplatz. Okay. Yippie-yay. Nun ja, wir starten am besten mit. Nehmen wir gleich die. So. Alles klar. Wir haben anscheinend eine ziemlich gute Geschwindigkeit drauf. Oder eine ziemlich geringe. Nun ja, aber wir haben auch den Flieger auch schon komplett aufgebessert gehabt, soweit ich jetzt weiß. Und ich muss schon sagen, er gefällt mir eigentlich sehr gut. Weil wie sich da vorne da die eine Stückler von der Erde dreht. Göttlich. Also von der Karte, in dem Sinne. Okay, es hat einen Flugplatz in der Mitte. Okay, das ist der hier. Ja. Okay, haben die auch einen Bomber gerade dabei? Die haben einen Bomber, die P3, IL-2M und die IL-2. Die hat Bomben und Raketen. Ach du Scheiße. Warte mal, Namen. 814, Parki und Fatzner. Und Defresh. Fatzner. Porky. Da ist eine Liste verschwunden. Porky, ja. Wow. Leckt mich am Arsch. Lol. Die haben ihn getötet. Wie haben wir das denn geschafft? Naja, nach Landen können wir nicht mehr. Oh je. So. Ah, das Gras sollten wir nicht wegtun. Wir sollen jetzt einen ehrenvollen Kampf sterben. Oh Gott. Das ist echt ein Problem. Das ist ein Problem. Ah, hat sich wieder einen neuen Flieger geschnappt. Nun denn, wir auch. Wir schnappen uns jetzt unsere U-87G1, unser Schlachtflugzeug, unser erstes bis jetzt. Und ja. Mal gucken. Momentan sind wir noch insgesamt noch dabei, die Schiffe zu zerstören oder zu verteidigen. Und ich glaube, es ist am besten, wenn man verteidigt. Oh, da will einer landen. Nein, er will nicht landen. Er kann noch nicht. Aber er probiert. Ne, er probiert es nicht. Er ist einfach nur dicht am Boden. Aber er landet nicht. Das wäre auch zu gefährlich noch momentan. So, ein wenig aufpassen, nicht, dass jetzt einer von rechts kommt und. Radadadadad. Weg ist er. Wollen wir natürlich nicht. So, wir bleiben erstmal. Ihn auf die Fersen, aber der ist schon weg. La 5. Alter, ich hab ihn doch erwischt, ey. Oh ja, ich hab ihn erwischt. Ich hoffe, dass ich es war. Los, stütz ab. Alter, steh mir nicht den Kill. Freck doch einfach, du bist doch jetzt schon freck. Fick dich. Wenn ich ihn jetzt wirklich getroffen hab, dann will ich verdammt auch noch einen Kill dafür haben. Damn. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich das erste Mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier als letzte Runde erstmal für Warzone da anlege oder ob ich da jetzt. Oder nicht? Ja. Weil,
Warte mal, erstmal reden. Erstmal schießen, danach reden. Was wollte ich sagen? Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht, dass ich mal was anderes starte. Langsamer mal. Wieder. Und. Scheiße. Hab viel zu wenig Muni. Ja, und das vielleicht erstmal Bossland auf Eis gelegt wird. Obwohl, wie gesagt, ich bin mir halt noch unsicher. Schließlich ist das Spiel ja trotzdem ganz gut. Oh, da kann man ja nur treffen. Leckt's mich. So. IL-5. Bevor ich abstürze. Alter, nein. So. Nächster. Könnt ruhig auf mich zukommen. So. Geht doch. So, wir steigen davor ab. Wenn unser Jude noch gerettet wird. Ja, geht doch. Ja, wie gesagt, vielleicht durch, was wir woanders sind, da einstellen, ich habe ein anderes Projekt. Eins von unserem Let's Team Ding, wo ich gerne rein tun würde. Und nachdem ich ja nicht unendlich viel Zeit habe, muss dafür in dem Sinne ein anderes raus. Und ich glaube, die meisten sind ja trotzdem nur dafür, hauptsächlich wegen BOT. Vielleicht mache ich auch das hier trotzdem weiter, wenn ich es am Wochenende hinkriege. Ich weiß, wie gesagt, ich fange gerade eine neue Arbeit an, habe ich jetzt keine Ahnung, was mich erwartet. Und wie das dann läuft. Ich weiß nur Nachtschicht und das alles. Ja, ich weiß nicht einmal, was ich dort genau arbeite. Echt heftig, oder? Richtig geil, oder? Ja, das ist richtig geil. Vor allem, wenn ich bedenke, was das für eine scheiß Entfernung ist, wo ich da hinfahren muss. Ja. Wie gesagt, erstmal werde ich es hier eingestellt. Vielleicht, möglicherweise. Kommt aufs nächste Wochenende drauf an. Kommt wirklich drauf an, wie das Wochenende. Tja, erobern ist hier nicht. So. Alter, hat mich schon wieder halb kaputt gemacht, ey. Unglaublich. Unglaublich hier. Puh, verfehlt. Mal nach hinten gucken. Hinter mir ist nix. Oder? Mal nach oben gucken? Nein. Sieht safe aus. Okay. Aber wir verlieren trotzdem, weil wir verteidigen ja hauptsächlich und die schmeißen ja trotzdem ihre Bomben ab. Und shit. Puh, Junge, puh. Mein letzter Flieger. Ihr wollt mich doch verarschen. Wir müssen wirklich den Flugplatz erobern, damit um zu gewinnen. Das Problem. Erobern ist hier nicht. Momentan nicht. Ja, ich weiß, dass sie bereit dabei sind zu gewinnen. So, mit meinem letzten Flieger muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das jetzt anstelle. Ich wollte ja doch mal die eine Ansicht probieren. Ah, weil die bin ich nämlich gewohnt von anderen. Ja, habe ich schon mal gesagt, der von alten Spielen. Ah, das ist doch realistisch gehalten, Junge. Genau. So habe ich das auch in Erinnerung. Aber mit der kleineren Hand. Ja, genauso habe ich früher in meiner Kindheit gespielt, ja. Das war noch was. Da war die Außenansicht der Wengen unpraktisch gewesen. Gab es mal die eine, ich glaube, das war F7-Taste. War so eine Art Verfolgungsmodus.
Hast du immer die gleiche Stelle immer und immer wieder gesehen? Ich hab einen damit zerstört. Geil. Hallo, sei leider. Ist aber uns dann gekostet. War aber geil. Alter, wie geil. Warte mal. Ausblenden. So. Ja, töte ihn, töte ihn. Töte ihn auch noch. Töte everywhere. Ja. Wie gesagt, da war es immer im Cockpit-Aussicht. Das war immer ziemlich geil. Dann gab es, gesagt, da gab es die F7-Taste. Dann hast du immer so gesehen, wenn du um die Kurve geflogen bist, hast du durch diese Taste immer und immer wieder diese Kurve gesehen. Das war damals ziemlich praktisch, um zu sehen, wie die Gegner gerade fliegen, gerade hinter dir. Oder wie das überhaupt aussieht, gerade. Echt geil gemacht, da hattest du aber ein paar Ansichten gehabt. So nach vorne, nach hinten gucken, aber hauptsächlich Cockpit. Und das war ein geiles Spiel, das hieß Wings of Destiny. Für diejenigen, die den Windows 98, glaube ich, noch haben, müsste es noch machbar sein. Ich glaube, ME könnte auch noch gehen. XP wird, glaube ich, ein bisschen knifflig. Oder wird es knifflig. Aber, glaube ich, auch noch machbar. Aber ich glaube, es war noch Windows, also ME 98, 2000. Das war ungefähr der Moment gewesen. Ja. Aber, ja. Ja, das Spiel habe ich zwar noch, aber das, was ich jetzt habe, das geht nicht mehr. Vor allem wegen unserem neuen Rechner. Leider, leider. Ich finde es echt schade, dass man die alten Spiele auf neuen Rechnern nicht spielen kann. Dass es anderes umgeht, nicht geht. Also neue Spiele auf alten Rechner, dass das nicht geht. Das ist klar, aber andersrum finde ich schon ein wenig schade. Müssten wir so Multi-Grafik-Dingsbums oder sowas erschaffen oder irgendwas. Oder keine Ahnung, was daran, woran es da liegt, dass man alle Spiele entspielen kann. Oder halt so ein Multitasking-Betriebssystem oder sowas. Also ich würde sau gern die alten Spiele wieder auspacken. Bei PlayStation und so weiter ist es ja kein Problem. Du kaufst einfach eine alte PlayStation. Bei 98 und ME und so weiter wird es trotzdem mal wirklich schwierig, weil die meisten ja ihren wegschmeißen. PlayStation 2 und so weiter behalten ja die meisten noch. Die schmeißt ja kaum einer weg. Und wenn, er verkauft ihn zu anderen. Aber 98 und so weiter, oh, die werden irgendwann weggeschmissen. Das ist halt ein Problem. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, was das bedeutet, was da auf dem Flieger drauf ist. Dieses 3A Puanchi. Das ist auf der linken Seite Quemt Pavi Drobi. Ey, der ist doch kein Flieger. Ach doch, doch. Boah, kann man so gut wie gar nicht sehen. So. Ja. Aber wie gesagt, es wird dann vielleicht erst einmal vielleicht ein anderes Spiel drankommen. Erstmal im Gegensatz zu Warzone, vielleicht wird es auch weitergeführt, aber wahrscheinlich bis zum Ende dieser Woche nicht. Wie gesagt, die Woche fängt zwar erst an, wo ich hier gerade aufnehme, jetzt gerade Wochenende. Aber ich habe auch nicht hier groß voraus aufgenommen. Deswegen wird wahrscheinlich auch das hier erst einmal kurz auf Eis gelegt. Und Mama mia. Ohne uns dauert es ja ewig. So. Es sind aber auch wenig Spiele momentan. Die Gegner haben, glaube ich, die meisten verloren bis jetzt. Deswegen holen wir auch gerade ein. Mal schauen, wo ist ein Action? Oh, meine Do 217. So. Du bist ganz schön zerfetzt, lieber Junge. Wo fliegt der überhaupt? Der fliegt doch. Ah, jetzt geht er wieder. Schauen wir mal der zerfetzten Spitfire zu. Geht dieser wegen dem Schlachtfeld? Es sieht irgendwie schön aus, auch wenn man bedenkt, dass jetzt dieses überall Rauch, alles tote Menschen und so weiter sind, aber trotzdem. Sieht cool aus. Ich glaube, jeder Rauchpunkt steht auch für ein Flugzeug, das abgeschützt ist. In dem Sinne ist er ziemlich geil. Ja. Der rechte Flügel ist auch schon leicht beschädigt, aber vor allem der linke, der ist hinüber. Da kann man gar nicht sehen. Oh, wir haben gewonnen. Hell yeah. Erstmal ein guter Abschluss. Wir haben, glaube ich, ein Verhältnis von 5-5, oder? Ja. Das ist doch in Ordnung.
Ich brauche keine Bomben. Okay, alle Modifikationen der Ebene 3 für BF-109F1 Friedrich wurden erforscht. Belohnung 696 zur Forschung von HS-129B2 hinzugefügt. Na, braucht's nicht. Die Dinger brauchen wir nicht. Ja, das ist unser nächstes Schlachtflugzeug. Ich hoffe, das ist geil. Hoffe ich wirklich. Ah, wir können ja schon mal einen Testflug machen. Oh, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Ade, ciao.